Guten Morgen. Wir haben gerade festgestellt, dass das Mikrofon nicht richtig eingestöpselt war und dass unsere Ansage deswegen wahrscheinlich stumm ist. Also jetzt nochmal. Wir sind in Greven. Wir sind hier mit dem Bus hergefahren, also mit unserem Auto. Haben das am Bahnhof abgestellt und sind am Bahnhof gestartet, unsere Emsradtour von Greven nach Emsbüren. Wir haben jetzt ungefähr 62,7 Kilometer vor uns. In Emsbüren versuchen wir, unsere Fahrräder in so eine Fahrradbox abzustellen mit ganzem Gepäck. Und dann fahren wir mit dem Zug zurück nach Greven, holen dort unser Auto, fahren nach Emsbüren, holen die Fahrräder und fahren wieder nach Hause. Das ist Radtour auf Handbikisch. Also kommt gerne mit. Jetzt fahren wir hier eine Strecke, die ich eigentlich extra für Helmut umgeplant hatte. Boah! Ja, genau. Wegen des der Wegbeschaffenheit hatte ich eigentlich gedacht, dass es besser wäre, wenn wir noch ein Stückchen durch die Stadt fahren. Aber wir haben uns gestern Abend noch mal unterhalten und da hat Helmut gesagt, er würde das mitmachen. Also, wenn euch diese Strecke hier nicht gefällt, dann geht die auch umzuplanen. Man kann durch die Stadt fahren noch ein Stückchen und dann kommt man weiter vorne wieder auf die Strecke raus. Wir haben uns jetzt für diese entschieden und da müssen wir jetzt durch. Wir sind jetzt ja auch in den Wendrupper Bergen. Hier Sand. Ja. Müssen wir vorsichtig sein. Auweia. Grenzwertig. So, ihr seht, Helmut hat sich hier eingegraben. Oh. Ach. Den Gang habe ich da drin am ersten. Also ich habe vorne schon einen ordentlichen Stollenreifen drauf. Ich glaube, sonst würde ich hier im Sand überhaupt nicht vorwärts kommen. Aber irgendwie interessant ist es trotzdem. Das ist die richtige Strecke zum Wachwerden. So, da sind wir jetzt aus Greven raus, sind immer noch in den Wendrupper Bergen. Ein schöner Rastplatz hier. I was on a plane to California. I had all the time I'd ever need. Did you even know I was looking for you? I think that I was hiding in between. Nehmen uns die Ems. Denke ich mal, dass das die Ems ist. Guck mal hier, Sachsenhof. Ja, mal gucken, was das ist. Ja. Wir sind hier am Sachsenhof. Das hat irgendwas mit dem Mittelalter zu tun. Du hast die Tour verlassen. Werf einen Blick auf die Karte. Die Tour liegt hinter dir in 50 Metern. Ja, natürlich. Wir müssen auf die Karte gucken. Ja. Viele der in sächsischer Zeit angebauten Ackerpflanzen wie die Getreidearten Gerste, Hafer, Roggen und Weizen oder die Hülsenfrüchte Erbse, Linse und Ackerbohne sind auch heute noch bekannt, wenn auch teilweise in durch Züchtung veränderter Form. Ja, und wenn euch das interessiert, einfach anhalten und weiterlesen. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Das muss ich mir merken, das sieht cool aus. Das ist so ein richtig schöner alter Garten. Das Haupthaus. Also man darf hier keine Party machen. Ja, ich muss jetzt nicht die ganzen Häuser hier abklappern,
Was ist das Kleine hier? Das ist bestimmt ein Schafstall oder so. Ein Grubenhaus. Wir müssen weiter. Ja, das war der Sachsenhof. Da habe ich mal gesehen, wie meine Vorfahren gelebt haben. Und ich habe gesehen, dass die Vorfahren, also meine Vorfahren, auch hier gelebt haben. Also sind auch die Vorfahren von Helmut. Sind wir nicht alles. Wir sind alles Sachsen. Alles Sachsen. Ja. Ja, warum steht denn da jetzt ein Turm so mitten in der Pampa? Aber wir googeln denn. Ich möchte mit meinem kranken Fuß da nicht durchs Feld ackern. Ne? Nee, das lass mal sein. Sowas hatten wir doch schon mal irgendwo. Ja, das haben wir bei jemandem gesehen. Dann war das wahrscheinlich hier. Ja. Eh alles so bekannt vorher. Ja. Haben wir alle schon bei anderen YouTubern gesehen. Das ist jetzt hier das Naturschutzgebiet Emsauen. Kuckuck. Hallo Juti. Wir sind in Hembergen. Und die Ems, die Ems, die Ems. Der Strom. Tankstelle. Litauen? Könnte sein, ja. L? LT eigentlich, Litauen. Kann ja auch Latbergen sein. Ah, mit gelbem Nummernschild. Schön, oder? Ja. Aber die Ems haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Nee, aber die muss hier irgendwo sein. Da drüben, denke ich mal. Ja. Und hier wieder Sand, pass auf. Ja, ich sehe es. Ja, hier haben wir jetzt wieder Sandwege teilweise, aber hier geht's. Ja, es kommt wahrscheinlich noch. Da stand ja teilweise. Ja. Morgen. 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 Geht das gut? Alles gut, alles gut. Helmut ist durchgekommen, also war es nicht so schlimm. Nein, es war es fein. War eine Pfütze über der Hälfte vom Weg. Da war gerade noch so ein Streifen frei, wo er mit seinem Rollstuhl durchkam. Aber er hat es geschafft. Und ist noch da. Liegt nicht in der Pfütze. Serpentinen. Aber wir sind auf dem Emsradweg. So, ich glaube, das war's jetzt. Hoffentlich. Ich muss sagen, ich konnte also diesen Weg, der wurde vorher mit dem Schild gewarnt, dass da Sandabschnitte sind. Aber ich konnte ja jetzt immer einer Geschwindigkeit von 14, 15, 16, dritten Gang immer schön durchziehen. Also es war kein Problem. Braucht euch keine andere Strecke suchen, das geht. Oh, es ist herrlich hier, ne? Ja, richtig schön. Wahrscheinlich umgangen den Weg. Genau, ich habe den Emsradweg umgangen. Hier habe ich eine andere Tour geplant, weil die Strecke
war mir wirklich zu gefährlich. Aha. Deswegen fahren wir jetzt hier lang. Ihr seht, die Abweichung oben ist der Emsradweg. Und wir fahren jetzt im Prinzip parallel, sehen natürlich dadurch die Ems nicht. Denn der Helmut will ja auch mit. Genau. Also ihr könnt euch die Routen bei Komoot tatsächlich die Wegbeschaffenheiten angucken. Wenn ihr in Bearbeitung geht und diese grünen Punkte anklickt, dann seht ihr Bilder, die teilweise die Wege zeigen. Und danach kann man sich dann richten, ob man da lang fährt oder nicht. Und ich habe mich in dem Fall dagegen entschieden. Dafür müssen wir jetzt aber hier Landstraße fahren. Nur ein Stück da vorne ist ein Radweg. Ja. Und hier wird marschiert in der Gegend. So, seht ihr, und jetzt kommt der Originalweg. Von da. Und jetzt sind wir wieder auf dem Original-Ems-Radweg. Hast du gut gemacht. Und wir sind in Emsdetten. Jo. Da wohnt jemand. Und rechts war eine Bank. Da habe ich auch noch nicht so viele gesehen unterwegs. Nee, doch. Das war nicht wenig. Dann habe ich nicht richtig geguckt. Schöner Weg. Ah, pass auf. Hier ist ein bisschen... Alles gut. Ja, da für dich. Muss man einfach genießen, hat sie gesagt. Und recht, ja, hat sie. Da hat sie recht. Ist ja auch herrlich hier. Ja, richtig scheint schön. Noch die Sonne. Richtig schön. Der Weg ist auch gut. Ja. Fester. Die Ems ist auch hier irgendwo in der Nähe. Ja, ich höre schon die Möwen. Guck nach vorne, hier Sand. Wie ist das denn hier mit der Drohne? Ah, nee, ja. Hier sind Leitungen oben drüber. Ja. Und hier ist auch Naturschutz. Ach so. Das sind so alles Auen, Ems-Auen. Da vorne geht's gleich mal berghoch. Echt? Das Projekt Emsaue ganz nah. Ja, alles vorlesen können wir nicht mehr. Nee. Und die Leute sollen ja auch selber noch ein bisschen gucken, wenn wir die Strecke fahren. Genau. Deswegen machen wir das. Und dafür gibt es hier an der Ems wirklich ganz viele Möglichkeiten, dann mit dem Zug die Strecken zu erreichen, zwischendurch mal heimzufahren. Also ich finde das System mit dem Zug finde ich richtig genial. Also diese Möglichkeit mit dem Zug finde ich richtig toll. Die Ems. Und oben drüber eine Straße. Mir tut der Hintern weh. Dort sind zwei schöne Bänke. Wir fahren jetzt aber weiter Richtung Rheine. Da ja. Steht's. Emsradweg Richtung Rheine. Wir sind im Kreis gefahren. Wir sind in Emsdetten. Jetzt haben wir uns mal ein bisschen verfahren. Aber da haben wir mal ein bisschen was von Emsdetten gesehen. Irgendwo habe ich einen Kirchturm gesehen, aber man muss ja nicht jeden Kirchturm aufnehmen. Das hier ist auch schön. Schöne Villen. Wir verlassen jetzt Emsdetten und sind in Isendorf. Gekommen.
da steht Helmut und wir machen jetzt eine Trinkpause. Akkutausch. Und Akkutausch. Es gibt selbstgeschmiertes Brötchen mit Salami und Ei. Und ist das lecker? Das ist lecker. Pause mit Emsblick. Ein Tümpel. So, Landstraße mit begleitendem Radweg. Strecke machen angesagt. Das mit den Strecke machen, das war nur ein halber Kilometer. Jetzt sind wir hier schon wieder auf einer kleinen Landstraße. Wirtschaftsstraße, keine Ahnung, was das ist. Und wir haben noch 17 Kilometer bis Rheine. Haben jetzt 24,47 Kilometer weg, laut meiner Anzeige. Und laut Helmuts Anzeige 26 Kilometer. Aber der ist am Bahnhof schon mal ein bisschen rumgeguckt. Kann sein, dass meins dann stimmt. Also sind es jetzt ungefähr 25 Kilometer. 62 sind es. Was? 60 sind es noch? 60 sind es insgesamt. So. Also 62. Nee. Ganz schön abwechslungsreich der Ems-Radweg, oder? Ja, geht zwar wieder durch den Wald, aber ja. Der Weg ist super, ne? Ja, so eine Mischung aus Straße. Ich finde aber da Straße ziemlich wenig auf der Etappe. Ja. Die am Anfang, die Etappen, die waren ein bisschen nicht so richtig schön. Die hatten ganz viel Straße. Mhm. Oh, hier. Ein Lost Place. Gucke, hier gibt es bestimmt einen Cache. Das ist ein Lost Place. Und du kriegst die mal wieder ein. Magerrasen und Heide. Guck mal hier, ein schönes Häuschen. Das Dach muss bloß ein bisschen repariert werden, aber ansonsten geht das. Das ist halt Natur pur. Ja. Elte. Da müssen wir bis oben hinfahren. Jetzt links auf Kranwege. Ja, das geht nicht. Ne, bis oben hinfahren und dann wieder zurück. Da ist auch zu. Wir können auch hier geradeaus weiterfahren und uns einen anderen Weg suchen. Wir können ja mal runter gucken hier. Aber ich komme hier nicht runter. Nee, in Älte ist eine Baustelle. Wir haben uns jetzt für einen anderen Weg entschieden. Eigentlich kein Problem, ne? Jetzt weiß ich nicht, hier müssen wir jetzt links. Bachstraße. Mit 12 Tonnen, aber das kommen wir durch, ne? Ja, mit 12 Tonnen, das schaffen wir. Wir wiegen bloß 10. Ja, hier wären wir runtergekommen. Und jetzt sind wir wieder auf der Strecke. Ja, gut. Da hast du eine Krähe mit dabei. Ja, das ist ein Schleifen. Oh, das stinkt hier. Bah, Mund zu halten. Atme tief, die Luft ist selten. Nee, kannst du ja nicht, weil du hast ja 10 Fliegen im Mund. Also noch 9 Kilometer bis Rheine. Naturschutzgebiet Emsaue. Wir sind in Heine. Bestellst du da nicht immer? Ja, da bestelle ich immer.
Ja. Du mich auch. Ja, und jetzt? Naja, müssen wir halt runter. Nee, ich glaube, wir kommen dran vorbei. Meinst du, ja? Ja. Wir sind in Weihnachten. Auf dem Emsradweg. Da liegt ein Eichhörnchen. Wo denn? Vor dir. Oh, ein totes Mörder. Oh, guck mal da. Hier schon. Und da hinten der Kirchturm in Rheine wahrscheinlich. Schon ganz schön breit, die Ems. Da oben sind wir jetzt lang gekommen, wo das Moped fährt. Und dann schönes Tempo drauf. So, wir fahren jetzt zum Kloster Bentlage. Fahrradboxen. Da hinten die Remise. Da geht's runter zur Ems wahrscheinlich. Lademöglichkeiten für dein E-Bike. Ach da, ja. Kloster Bentlage. Wir fahren wieder raus, weil wir müssen ankommen. Wir müssen noch mit dem Zug fahren. Kunst im Park. Salzbergen, 8,1 Kilometer. Salzbergen hatte ich ja zuerst als Stopp ausgesucht. Ja. Hallo. Das mussten wir ja im Prinzip canceln, weil der Bahnhof nicht rollstuhlgerecht ist. Okay. Thank you.
Düren. 14 Kilometer. Wir sind in Salzbergen, Landkreis Emsland. Und hier fließt der Elsbach. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Schafe. Ein Reh und ein Wildschwein. Und hier drüben Schafe. Und wir sind aus Salzbergen schon wieder raus. Im Gefreunde Salzbergen. Da hört auf jedes Wort. Ja, guck mal, ist das schön oder ist das schön? Ja, das ist schön. Und wir sind wieder in Salzbergen. Ja, das ist jetzt hier eine Umleitung, weil der eigentliche Radweg gesperrt ist. Ein Eichhörnchen. Komm hier lang. Ja. Jetzt wird es das. Ja. Das ist auch schön hier. Moin. Hallo. Hallo. Emsbüren 8,6 Kilometer. Ich habe nur noch 7%. Ja, und jetzt geht es den Berg hoch. Wollen wir hier unten? Ja, ist besser. Akkutausch! Akkutausch! Aber wir verschwinden jetzt ganz schnell, weil das ist hier so laut. Wir haben noch so 8 Kilometer in etwa bis nach Emsbüren. Attacke. Attacke. Jetzt zieht er wieder ab da vorne. Neuen Akku drin und schon pfeift er wieder los. Das hatten wir noch nie bis jetzt. Bei einer Strecke von 60 Kilometern, dass wir alle 3 Akkus benutzen müssen. Irgendwas ist da faul. Wir sind in Mehringen. Schön. Ja, wir fahren jetzt direkt zum Bahnhof. Emsbüren 3,6 Kilometer. Wir sind in Emsbüren angekommen. Jetzt noch hier den kurzen Anstieg hoch. Und da sind wir jetzt am Bahnhof. Du bist an deinem Ziel angekommen. Bis bald.
Jetzt wollten wir unsere Fahrräder hier in die Boxen reintun. Die sind alle belegt. Wir müssen uns beeilen. Unser Zug fährt gleich. Die Fahrräder haben wir da vorne in dem Häuschen abgestellt und angekettet. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir zum Zug kommen. Ja. Oh, der fährt gleich. Also nur ganz kurz. Das war eine richtig schöne Tour. Wunderschöne Tour. Ja, richtig schön. Viel Natur. Wir haben auch ein paar Sehenswürdigkeiten gesehen, zum Beispiel den Sachsenhof und das Kloster Bentlager. Ja. Also richtig herrlich. Ja, jetzt müssen wir sehen, dass wir in den Zug kommen, um nach Gräfen zu fahren und dort unser Auto zu holen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das beschreibt jeder Spottung. Will er explodieren? Bitte nicht. Mir ist gerade die Tasche in den Arsch gerutscht. Wie kriegen wir die jetzt wieder raus? GoPro-Aufnahme stoppen. GoPro-Aufnahme stoppen.